Yo, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Was? Bist du damit nicht schon durch? Ja, damit bin ich eigentlich schon seit ungefähr 2-3 Monaten durch und ich habe irgendwie in den letzten Parts gesagt, dass ich, naja, noch die ganzen mysteriösen Juwelen noch finden werde und damit habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen anscheinend, offensichtlich. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt noch schnell. Ein paar Änderungen sind jetzt hier aufgetreten in meinen Spielstand. Man bemerke, Jude Level 99, 100 Spielstunden. Ja, ich habe mich ein bisschen ausgelebt seit dem letzten Part und machen wir einfach weiter. Ich habe auch mich mit den Titeln hier, habe ich jetzt nicht mehr so aufgenommen hier, wie ich die alle farme und so. Und ich zeige es euch mal selber. Ja. Keine Ahnung, ich hatte irgendwann 5000 nochmal, jetzt habe ich 7050 als erhaltenen Rang. Und ja, so einige Sachen hier schon freigeschaltet. Obsessiver Lauscher, ich habe noch einige Skits und so, die ich noch nicht abgespielt habe. Die ganzen Schätze, der Piratenkönig, Rahmschwarzer Buzzard, da fehlen mir noch. Ich habe die ganzen Läden hier aufgeballert, auf Level 100. Mein Gott, da ist so viel passiert, ne? Ihr glaubt ja gar nicht. Aber das habe ich jetzt nicht alles aufgenommen, weil, hätte ich wirklich jeden Schritt hier irgendwie aufnehmen sollen. Und das war mir doch ein bisschen zu viel. Die anderen 5 restlichen mysteriösen Juwelen, wo sind sie hier, habe ich auch gefunden und habe ich jetzt wahrscheinlich vor diesem Part hier alles zusammengeschnitten, damit ihr sehen könnt, wo ich die gefunden habe. Und dann ist mir noch hier der hier über den Weg gelaufen. Anscheinend ist hier noch ein Quest. Und ich würde sagen, bevor wir die mysteriösen Juwelen abgeben, schauen wir uns das Skit an und, Entschuldigung, machen diese Quest hier noch, was auch immer passiert, wenn ich den Typen anspreche. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part werden wir dann mit dem mysteriösen Juwelen weitermachen. So, und jetzt, wie gewohnt, weiter. Der weite Weg zur wahren Größe. Ja, bitte. Don't you feel like we've mastered combat at this point? I must say, I had no idea that the human body was capable of so much. Yeah! At this rate, I could probably hold my own against my mom in a fistfight! Yeah, but if she had her staff... Oh, I'd be dead within seconds. Surely that's an exaggeration. Is your mom really that strong? I wouldn't say strong so much as invincible. She could probably take down 10 average fighters in a single second. This reminds me of the rumor about a demon. Warum kämpft die dann nicht mit uns? They say about 10 years ago, the demon wiped out a group of bandits that was giving even the army trouble. Yeah, that was my mom. The bandits gave her some lip one day while she was out shopping. Wow, your mom's amazing. No kidding. I guess we still have a long way to go. Human potential runs so deep. Warum retten wir noch mal dann die Welt? Was auch immer. So, hier haben wir noch eine Quest. Danke, dass ihr in Elementen trotz Hotz habt. Blablabla. Hier rasten. Ja, okay. Wahrscheinlich jetzt irgendwas. Na? Ha. Da draußen ist es sau kalt. Aber du bist total heiß. Oh. Danke, Süße. Du bist auch ziemlich heiß. Hä? Oh. Das war total lahm. An solchen Tagen hätte ich gerne so einen schönen Schal wie Elvin. Ich auch. Große Grobstrickstrahls sind angeblich total angesagt. Die und Ohrenschutz aus Wolkenschafwolle sind die in diesem Winter absolut in, mein Gott. Ich mag die mit Schottenmuster. Oh ja, die sind toll und sie passen super gut zu Tipo. Zu mir passt alles. Ah, das stimmt. Vielleicht solltest du ja, schaffst du ja einen neuen Trend. Kann Tipo ein Trend werden, wenn es ihn noch einmal gibt? Hey, misch dich nicht in unser Frauengetratsche ein. Genau. Dann verleitet mich dich dazu, indem ihr Umfunk plappert. Why so serious? Na na, Jude. Ihr kommt jetzt mit mir und ihr führen hier stattdessen ein anständiges Männergespräch. Wir sollten über Liebe, Jugend und Freundschaft sprechen. Dann habe ich irgendwie irgendwas falsch verstanden. Wir könnten bis zum Morgengrauen darüber reden. Ja, vermutlich.
Aber immer, wenn wir uns über etwas unterhalten, endet es damit, dass ihr mir Ratschläge fürs Leben gebt. Jetzt da ihr es erwähnt, ich habe jetzt eigentlich nicht allzu viel. Ich habe nicht allzu viel zu besprechen, außer meinen Zimperleien und den Lektionen, die ich im Leben gelernt habe. Gibt es nicht etwas Unterhaltsames, über das wir reden können? Mir fällt auf die Schnelle nichts ein. War das Ding nicht super niedlich? Oh, und ob es das war? Ich dachte, ich würde an meiner Überdosis Niedlichkeit sterben. Oh, hey, ich auch. Oh, und ich habe gehört, das war nicht mal das Niedlichste, was sie haben. Es gibt noch was viel Niedlicheres. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Ja. Okay. Ereignisliste. Also. Okay. Sammeln die Juwelen und bringen sie zum Xylem-Wald. Also ähnlich. Da würde ich sagen, da gehen wir jetzt schon mal hin, aber im nächsten Part, naja. Ich will das alles hier in so einen offiziellen letzten Part alles reinpacken, deswegen muss ich das hier. Deswegen will ich die Parts auch noch trennen. Tut mir leid, wenn das jetzt hier ein super kurzer Part deswegen ist, aber naja. Der letzte Part soll dann, wenn schon, hier nur mit dem hier, was ich eigentlich vorhatte, zu tun zu haben. Und die Quest, die kam jetzt einfach so dazwischen. Und ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir die ganzen Juwelen ab. Und wir sehen uns dann in der letzten Folge, offiziell sogar, von Let's Play Tales of Xilla. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!